Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor die Folge jetzt richtig losgeht, muss ich euch leider mitteilen, dass eine Folge verloren gegangen ist. In der Folge wurden zwar nur Nebenmissionen gemacht, allerdings ist es natürlich trotzdem ärgerlich. Aber glücklicherweise keine Hauptstory oder sonst was. Das ist auch alles safe. Ich habe noch 3-4 Folgen jetzt, wo ich das aufnehme, parat. Und da gehen wir dann den Scarabeus an, was ja sowieso geplant war. In dieser Folge werdet ihr merken, ich bin auf dem Weg oder beziehungsweise ich bin gerade dabei, Harkuf zu befreien aus der Festung, wo auch Sefetu war. Den habe ich umgebracht und dann ist komplettes Chaos ausgebracht. Da war keine krasse Cutscene oder sonst was. Der war einfach nur wie so ein kleiner Hauptmann. Den hat man nebenbei mal erledigt. Und dann ist, wie gesagt, einfach komplettes Chaos ausgebrochen. War zwar sehr lustig, aber wie gesagt, lieber in der Nebenmission, als dann irgendwie ein Stück Hauptmission fehlt. Und das ist auch, das passiert vielleicht einmal im Jahr sowas und ausgerechnet jetzt bei Assassin's Creed. Kann man nichts machen, Leute. Nur damit ihr Bescheid wisst, ansonsten geht's jetzt ganz normal weiter. Ich wünsche viel Spaß. Okay, alles klar. Hör auf, Hippo-Boy. Hör auf, hör auf. Ansonsten muss ich dich töten. Ja, Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Origins. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir werden jetzt schnell Harkuf befreien hier aus dem Knast, Mann. Und ihr seid dabei. Lauf um dein Leben. Alles klar, cool. Dankeschön. Ja, und ihr seid dabei, Leute. Und das ist wunderschön. Das ist einfach wunderschön, dass ihr dabei seid. Und wie immer natürlich vielen Dank an die Supporter da draußen, die das Let's Play hier unterstützen. Ihr seid geil, Leute. Ihr seid die geilsten. Wenn auch du ein Supporter sein möchtest, dann unterstütze auch du dieses Projekt. Ich muss anonym sein. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Ja, ja, ja. Oh nee, Mann, nein, nicht schon wieder. Der eine ruft doch schon wieder die Scheißbullerei, Alter. Ja. Oh Gott. Aber wenn ich mich jetzt hier wirklich die ganze Zeit verstecke, Mann. Jo, Verstärkung kommt schon wieder. Nice. So, ab wann ist man wieder anonym? Wir werden sehen, Leute. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Es ist ja unfassbar, wie sich diese Mission hier noch entwickelt hat. Es ist unfassbar. Da kommen sie wieder, die Leute. Da kommen sie doch alle. Und er weiß genau, wo ich bin. Oder weiß er es nicht? Verzieht euch! Geht doch weg! Oh Gott, ey. Die sind richtig motiviert. Vor allem der Große, wie er geflüchtet ist, weil er ein Pisser ist. Okay, jetzt geht's erst recht zur Sache. Oh Gott. Ist jetzt hier eigentlich dauerhaft Alarm, oder? Ich hab den Schlüssel hier. Okay, alles klar, wir haben es geschafft. Hast du das Stück Scheiße erledigt? Komm schon. Komm schon. Komm schnell mit. Es könnte immer noch gefährlich sein. Okay, Leute, und das ist ja alles Nebenmission, ja? Komm, du wolltest vorlaufen. Du wolltest doch laufen, Junge, dann lauf! Ey, Alter. Ist das dein Ernst? Yo. Mögen die Götter gegen euch sein, ihr Bastarde! Renn, Harkuf!
Ja, Junge Hakuf, hier kommt uns niemand retten, Alter. Nein, Alter. Schnauze jetzt hier! Na komm! Hallo! Ich mach dich platt, Alter! Ey, bleib so, bleib so! Was hat mich da gerade getroffen? Links, rechts, links, rechts, damit mich nichts trifft. Ich mach den so platt. Sag mal, was trifft mich denn da, du kleiner Rattenbengel? Oh, shit! Oh. Ihr miesen Schweine, ihr gönnt auch gar nichts. Bleib so, genau so, Mann. Ey, das war doch... Ja, bleib so, das ist voll geil, Alter. Aber ganz hinten links ist, glaube ich, immer noch einer, der auf mich schießen will. Ich habe gerade mal einen Lebensbalken entfernt jetzt. Und jetzt habe ich auch keine Munition mehr. Was soll ich machen, Leute? Soll ich das auf die Spitze treiben und den fertig machen? Stellt euch vor, was für Loot auf mich warten würde. Ja, ich tue es, Alter. Ja, Mann. Blutungseffekt. Scheiße, ja, sorry. Ja, sorry, ey, der kommt aber auch nicht rüber. Er könnte gerne rüberkommen, der Boy. Er kann gerne rüberkommen. Oh, scheiße, jetzt schießt er ja selbst. Na, fährt, was geht? Ich weiß gar nicht, was ich machen soll jetzt. Soll ich es wirklich so weit treiben, bis der tot ist, Leute? Soll ich wirklich das so weit machen? Bis der tot ist? Oh Gott. Warum kommt der auch nicht rüber, Alter? Ich kann ihn aber auch nicht wegtragen. Ich kann nichts machen. Ich muss die alle töten, ansonsten kann ich hier gar nicht weg. Ich kriege auch keine Lebensenergie wieder zurück. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Sorry. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Echt nicht. Und jetzt sterbe ich währenddessen. Ach ja. Richtig geil. Es könnte immer noch gefährlich sein. Gut, können wir auch so machen.
Oh Mann, ich hätte den gehabt, Alter. Wenn ich 5000 Schuss hätte und dann nicht noch andere Leute gewesen wären. Die Mumie wurde besiegt. Schon wieder. Und er ist schwer verletzt. Schon wieder. Das heißt, ich muss ihn schon wieder aufpäppeln, weil er durch die Menschenmassen rennt und ich nichts machen kann. Und ich sogar hier hinten starte. Was soll ich denn jetzt tun, Leute? Wenn der dann nonstop drinnen spawnt und... Ich kann nichts machen. Guckt euch das an, wie viele Feinde um den herum sind. Okay. Ey, dass die Mission mal so schwer noch wird, hätte ich nicht gedacht. Da ruft schon wieder jemand Verstärkung. Und wenn ich nonstop attackiert werde, kann ich jetzt nichts machen. Ich kann nichts machen, Leute. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ja, was soll ich machen? Es ist so. Ne, es ist nicht mal zum Lachen. Ist einfach nur beschissen gerade. Ich kriege auch keine Lebensenergie zurück. Ich kriege auch fucking keine Lebensenergie zurück, Alter. Er kommt! Er läuft! Er läuft ja wieder! Er kann laufen! Er kann laufen! Lauf, kleiner Junge! Hakuf! Was machst du? Wo willst du hin? Hakuf! Hakuf! Hakuf, wo willst du hin, Bruder? Komm, lass uns wie echte Männer kämpfen.
Komm schnell mit. Es könnte immer noch gefährlich sein. Oh mein Gott. Nee. Oh Gott, ich bin kurz davor, komplett auszurasten. Ich kann nichts mehr machen. Die Mission ist beschissen, Alter. Vor allen Dingen, er ist hier vorne schon und rennt wieder zurück, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich da noch mehr machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Komm jetzt mit, du Arschgesicht, Alter. Verpiss dich von dem. Verpiss dich, Rattenface. Hakuf, lauf doch, Junge, bist du... Lauf. Komm mit. Guck mal, wie ich renne. Guck mal, aufrecht. Wie ein Mensch, nicht wie ein Affe rennen. Komm. Hakuf. Hey, sorry, Leute, aber die KI ist ja... Wenn die Götter gegen euch sein, ihr Bastarde. Oh mein Gott. Nee, sorry. Und komm mir bitte keiner mit. Ey, ja, wenn du da auch so viel Action machst und so. Verdammt, man kann verdammt, das spielen, verdammt. Man kann das Spiel actionmäßig spielen. Man muss nicht stealthen. Daran liegt's nicht, aber wenn du immer wieder bei dem Speicherpunkt da rausgeschmissen wirst und auf Hakuf angewiesen bist... Doch das Getreide ist Wache über mich! Dann weiß ich auch nicht mehr, weiter. Ist egal, wir haben's geschafft. Es hat ja nur meine Nerven gekostet, nicht eure, deswegen danke, ist schon Freund. Okay. Danke, mein Freund. Apollodoros hat sich nicht in dir getäuscht. Du machst deinem Abzeichen Ehre. Komm und besuche uns, wenn du die Chance dazu hast. Möge Harpy dich beschützen und stets für einen gut gefüllten Bierkrug sorgen. Ja, kleiner Hakuf, ich glaube, du hast so viel Bier gesoffen, du Volldepp. Mann, Hakuf, Alter, ich fand dich cool, weißt du, aber am Ende bist du doch einfach nur dumm wie Scheiße. Oder, Hippo? Oder, was meinst du dazu? Eieiei, puh, oh Gott. Meine Nerven sind am Ende. Meine Nerven sind so krass am Ende einfach nur. Gut. Nice! Geiles Bild! Gucken wir mal meine Bilder an. Hier, guck mal hier unten. Guck mal hier. Schön, oder? Wunderschön. Null Bewertung. Wunderschön. Wo habe ich das Ezio-Bild gemacht? Wo war das nochmal? Hier oben irgendwo. Da. Null Bewertung. Ist scheiße gemacht, stimmt. Also das andere ist echt viel besser. Hakuf, Alter. Folgt mir auf Instagram dafür. Hakuf. Oh Mann. Na gut, egal. Immerhin haben wir den Typen jetzt ausgelöscht. Wenigstens haben wir den platt gemacht, also habe ich mein Ziel wenigstens erreicht. Hallo! Ey, sag mal, willst du mich verarschen? Hey! Alter. Die Leute wollen mich verscheißern. Warum tut ihr mir das an? Was hab ich euch getan, verdammte Kacke, Mann. Warum tut mir plötzlich das immer wieder an? Was ist denn das für ein Symbol? Alter! Wow, geiles Attentat, Bruder! So sieht's aus. Jawohl! Achso, der ist noch nicht tot. Yeah.
Sag mal. Was ist mit dem denn los? 100 Erfahrungspunkte nur? Hat sich ja richtig gelohnt. Alter! Alles klar, ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Ey, gekämpft habe ich die letzten zwei Folgen genug. Ja, jalla. Kannst du vergessen, Mann. Nicht schnell, schnell hier. Ja, vergifte, du Drecksschwein. Ey, gleich ist sowieso schon wieder so viel Action passiert. Dass wieder so ein Philakis-Schmarkis kommt, ey. Wo kommen die alle her? Wo kommen die alle her? Ey, Leute, oh Mann, ich will doch nur meines Weges gehen. Ich will doch nur meines Weges gehen. Jetzt lasst mich doch mal in Frieden, bitte. Jetzt lasst mich doch in Frieden. Wie viele Pferde sollen es denn noch hier sein, Alter? Ich muss zurück. Möge Harpy dafür sorgen, dass dein Bierkrug niemals leer ist. Er halt doch dein Maul, Hakuf. Du dummer Volldepp. Alter Schwede. Ich hab doch keinen Bock mehr, Mann. Ich hab doch echt keine Lust mehr jetzt. Will der jetzt auch noch Stress? Was macht der denn da? Der driftet ja richtig mit dem Karren. Oh Mann, Leute. Oh Mann, Leute. Es sind meine Nerven, die draufgehen immer wieder bei sowas. Ich will doch nur in Ruhe spielen, Mann. Haben wir den Ort schon übernommen? Weiß gar nicht. Ja, und jetzt ist Leuchtfeuer-Action. So. Schnell weg hier. Mann, Mann, Mann. Da kommt die Verstärkung, aber wir sind weg. Na, spring doch. Okay. Was machen wir denn jetzt noch die Mission, die Folge meine ich. Was machen wir denn jetzt noch? Eigentlich können wir doch jetzt wirklich langsam mal... Was ist denn das hier? Das ist eine Nebenquest. Finde mehr über den Mord heraus. Ach so, das. Ach so, ja, stimmt. Und der Scarabeus. Wir können ja uns auf den Weg zum Scarabeus machen. Das können wir ja mal machen. Das können wir ja nochmal machen. Weil jetzt habe ich den Typen ausgeschaltet, den ich ausschalten wollte. Wir müssen. Okay, alles klar. Ja, krass. Ja, da müssen wir tatsächlich hinlatschen. Da gibt es nicht viel Zeit zu sparen auf dem Weg dorthin. Dann können wir ja das noch machen. Dann machen wir das, weil es war echt noch ganz schön viel Chaos hier. Ganz schön viele Kämpfe, ey Leute, ey, ne. Ja, Gott, ich war so knapp dran, so einen Typen wegzumachen. Wären da nicht immer wieder Leute gekommen oder so von irgendwoher, dann hätte ich den so weit runtergeschossen mit den ganzen Bogenpfeilen. Und hätte ihn dann in 1-on-1 versucht, nochmal Platz zu machen, ey. Oh. Sorry, Ferdi.
Tut mir leid. Der klatscht einfach gegen den nächsten Baum, wie sich das anhört. Sehr schön, ey. Achso, übrigens, achso, genau, das kann ich ja auch nochmal machen kurz. Das habe ich mir nämlich auch noch gegönnt, Leute. Das habe ich mir nicht auch noch gegönnt. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, Mensch. Ein Einhorn! Ja! Ja, ich habe mir tatsächlich auch noch einen Einhorn gegönnt, Leute. Ach, guck mal hier. Das ist aber ein ganz kleiner Ort hier. Den übernehme ich mal schnell. Ich glaub's ja wohl selber nicht, dass ich das zulasse, Alter. Das kannst du vergessen hier. Kämpf mal lieber wie Männer, Alter, anstatt hier ständig das Lagerfeuer direkt zu zünden. Pussy Boys, ey. So, der Hauptmann ist schon mal Geschichte. Kann man ja mal schnell mitnehmen auf dem Weg dorthin, ne? Gut, Munition auch sehr gut. Komm her! Ja, das ist natürlich so ein... Es ist auch wieder so ein Item, sag ich mal. Was man sich kaufen kann im Shop. Und auch da rate ich euch natürlich davon ab. Aber ich habe mir halt die Montur und das Ironhorn geholt. Einfach mal so, just for fun. Erinnert mich ja zum Beispiel sehr stark an den Red Dead Redemption DLC. Alter, 5000 Bewertungen. Das will ich jetzt sehen. 5000 Bewertungen fast. Okay. Ja. Ist okay, Leute. Kann man mal machen. So. Den Schnellreisepunkt nehmen wir nochmal schnell mit. Und eigentlich müsste ich das Fragezeichen dort hinten auch nochmal mitnehmen schnell. Holy shit. Soll ich mal ein geiles Bild machen? Ja, sieht das nicht krass aus, Mensch. So, wenn das nicht 80.000... Likes bekommen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, Mensch. Kann mein Pferd eigentlich sterben? Na, kommt her! Kommt her! Was haben die denn da überhaupt gemacht, Alter? Rudelbumsen oder was? Alter. Gut. Gut, gut, gut. So, jetzt lass uns schnell den Punkt hier einnehmen. Ah, da ist noch ein Löwe, habt ihr gesehen? Einer ist da noch. Das wäre ganz geil, wenn man den jetzt per Luftattentat platt machen könnte. Nein! Oh, ich habe Dreieck für Luftattentat gedrückt, aber
Ihr seht, was passiert ist. Scheiße. Mist. Alles mitgenommen. Gut, ich gehe nochmal ganz kurz zu den Fragezeichen dorthin und dann sollte es denn trotzdem gewesen sein für diese absolut chaotische Folge. Aber was ist denn jetzt los? Ist hier noch ein Löwe oder was? Ah, komm, scheiß drauf. Komm, jag mich, wenn du Bock hast. Was auch immer das war. Aha, aha. Genau das wollte ich nämlich sagen. Omen am Himmel. Genau das wollte ich nämlich sagen. Der Tempel sah aus wie bei dem Mörder. Deswegen wollte ich das schnell nochmal kurz abklappern hier. Lass uns ganz kurz die Mission annehmen hier. Genau das dachte ich mir nämlich schon. Weil es sah genauso aus. Ja, tatsächlich. Der Sarkophag wurde wohl mit einem Karren transportiert. Er trägt das Zeichen Selkets, der Skorpiongöttin. Doch wo ist die Leiche? Schon wieder fehlt die Leiche. Jemand kam mit einem schweren Karren hierher und nahm denselben Weg zurück. Die zweite Spur ist nicht so tief. Da hinten ist, glaube ich, noch was. Diese perverse Poesie feiert das Chaos. Sie kehrt alles um, was göttlich und gerecht ist. Gebet an Selkit. Die Mysterien der Götter liegen hinter der Tür. Sie sind enthalten in den Geheimnissen des Körpers. Wir müssen alle Facetten der vier Gottheiten vereinen. Sachmet, Herrin der Wüste, Serapis, Herr des Übergangs, Sobek, Herr des Nils und Horus, Herr des Himmels. Ihr Anhänger werden an ihren heiligen Plätzen in unseren Orden eingeführt. Wir teilen ihr Wissen und trinken von ihrer Weisheit. Ach, da unten schon wieder so eine. Dass du von den Nilpferden unter Wasser gezogen wurdest. Und dann wurdest du noch von einem ungeschickten Schlechter ohne Daumen auf das Jenseits vorbereitet. Wo ist deine Leber? Das ist nicht lange her. Der Karren ist vielleicht noch nicht weit. Ich finde sicher noch weitere Spuren. Die Täter dürfen so etwas nicht noch einmal tun. Alter. Das ist voll geil, ey. Richtige Mystery Story, der wir auf der Spur sind. Übrigens so ähnlich. Ich finde es jetzt, was man spielerisch macht, finde ich jetzt bei diesen Missionen nicht krass oder sowas, das jetzt nicht außergewöhnlich ist. Aber so ungefähr habe ich mir auch diese Detektivarbeit bei Unity beispielsweise bei den Missionen vorgestellt, dass sie so ein bisschen mehr eine krassere Story erzählen oder so. Wisst ihr, was ich meine? Warte mal, warum wird mir das Symbol oben auf der Map angezeigt von den Shots? Wir haben das doch jetzt. Achso, das ist einfach das ganz normale Symbol. Na gut, alles klar, Leute. Wie gesagt, das war's dann an dieser Stelle. Übelst chaotische Folge. Beim nächsten Mal geht's weiter mit der Story. Und dann, wie gesagt, ich wollte den Serapote... Nee, wie heißt er? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Wollte ich einfach auf jeden Fall noch ausschalten für die Zeiss-Leute. Und das haben wir geschafft. Ja. Ey, sag mal. Geht's dir zu gut? Alter! Oh, es lebt doch noch! When the last unicorn
Ich kenn den Text leider nicht. Deswegen muss ich dich jetzt töten! Verpiss dich! Mensch! Was soll denn das? In the jungle. Nein, Spaß, Leute. Gut, das war's. Ich hoffe, ihr hattet schon ein bisschen Spaß trotz allem beim Zusehen. Vielleicht gerade durch das Chaotische. Wir hören uns beim nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da, wenn ihr mehr sehen wollt. Danke für die Unterstützung. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alter. Wenn man selber merkt, dass man langsam aber sicher verrückt wird.